Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Portal 2 Together. Mal wieder mit Steven, wie gewohnt. Jo. Und weiter geht's. Yeah. Ich krieg immer dieses... Warte mal, ich wollte noch gucken, wie viele Punkte ich... Oh, ich hab 1110 Punkte. Ich habe jetzt plötzlich minus 348, hatte doch eben noch 1800. Da fuck. Verdammt. Ich glaube, das spinnt ein bisschen. Doris mag mich nicht. Das ist klar, Doris. Ich nenne sie immer noch Doris. Warum habe ich die ganze Zeit so kleine Lags? Ich weiß es nicht. Bei mir läuft. Ich würde jetzt am liebsten ein paar Programme zumachen, aber ich weiß nicht, ob es dann irgendwie abspackt. Sollte nicht, oder? Nein, sollte nicht. Gut, bei mir lag es jetzt gerade im Ladebildschirm, aber jetzt geht's wieder. Also dann mache ich mal kurz ICQ und so zu. Das braucht nämlich kein Schwein. Ich glaube, das dürfte ich auch noch nicht mehr. Schlecht. Hoffentlich schreibt mir keiner. Was ist da los? Nee. Also, meine lieben Freunde, wenn ihr ICQ-Sounds hört. Immer dieses schöne. Ja. Wo es ihm irgendwann voll auf die Eier geht. Oh ja. Bist du noch auf dem. Ah, gut. Da ich nicht gedacht hätte, dass ihr so weit kommt, schaffe ich diese neue Strecke nur für euch. Mir ist aufgefallen, dass ihr euch sehr nahe gekommen seid. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Die Dinger sind cool. Oh ja, das sind wir. Was gibt das denn? Ja. Ich will nicht wissen, wo du mich jetzt hinschießt, aber ich hab Angst. Hui! Oh, wie sieht das aus? Hör auf, da lang zu bleiben. Moment, wo muss ich denn hin? Hilfe! Fall einfach runter und stirb! Die Dinger sehen lustig aus. Nein! Moment! Irgendwie hat's nicht so ganz funktioniert. Fick dich, Steven. Lass mich. Hä? Ich muss da hoch auf. Ah, ich weiß, wo ich hin muss. Jetzt geht wieder in die andere Richtung. Miau. Aha, voll an den Knopf. Ja, komm her, du. Geiler Knopf, du. Du bist ein... Hä? Ich dachte, jetzt erst du runter. Nein, du hättest erstmal mit rüber gemüsst. Oh, ja, okay. Ach, okay, das war gerade ein... Warte mal. ...guter Lag über eure Freundschaft. Hat funktioniert. Ach, das ist ja... Ja. Ich bin schon Geronimo-mäßig hier runtergesprungen. Ich gehe den anderen Weg. Ich gehe ganz lang. Ich will da hinterher laufen. Bad. Ach, ein bisschen da oben. So, und jetzt? Ja, jetzt musst du gleich da runter. Ey, wie denn? Du gehst einfach runter. Kann man. Du gehst in diesen Raum. Oh, ja. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Gibt's da irgendwas zum Drücken oder so? Nope, da ist nur irgendwie eine Art Plattform. Okay. Okay, Moment. So funktioniert das nicht. Ich wollte gerade sagen, warte, ich weiß, wie es weitergeht. Ja, und jetzt? Ah ne, meine sind ja noch da, du kannst komplett rein. So. Guck, wenn du oben bist. Achso, ich muss wieder hoch. Ja, du musst wieder hoch. Ja, schwebe weiter. Hoppla. Juhu. Voll zum Eingang, was ein Service. Ich will hier durch, ich klemme an der Tür. Ey, es geht. Oh. Ausgezeichnet, ihr macht euch das geht noch weiter. Gut. Sie hat bei mir gerade wieder was ganz anderes gesagt, wie da steht. Irgendwas mit ich und Verräter, was will die? Dass du gelabert, hab ich nicht verstanden. Was hat die gesagt? Ich weiß es nicht, bei mir war irgendwas mit sehr gut und doch nicht. Aber da unten stand irgendwas mit 27. Nein, 42. Nee, sie hat ja irgendwas gelabert mit Orange und Verräter oder zusammen was? Oder bei mir nicht. Ja, Mann, die hat mich als Verräter bezeichnet. Also das habe ich auf jeden Fall verstanden. Ich glaube, GLaDOS labert irgendwas anderes zu jedem. Boris, ich mag dich nicht mehr.
Ich mag Doris nicht mehr, es ist Ich habe mir das Gerede von Orange angehört und weiß wirklich nicht, wie du das aushalten kannst. Du hast eine Engelsgeduld. Danke, GLaDOS. Ich, so sieht's aus. Was hast du bei dir gesagt? Irgendwas, wer der eigentliche Held ist und so. Bei mir hat sie gesagt, wie kannst du das nur aushalten, die ganze Zeit das Gelaber von Orange anzuhören? Du hast eine Engelsgeduld. Die sagt was an. Die wird dann da ausspielen. Fuck! Ich bin tot. Ich hab gehofft, ich sehe es gerade, wo der Pfeil auftaucht, ja. War blöd genug, in deine Falle zu tappen. Sie hat gerade gesagt, du bist. Ja, das hat sie bei mir auch gesagt. Wie geil. Sie hat recht. Und jetzt? Es passt irgendwie nicht ganz. Schießt das Ding nach oben oder nach vorne? Ah! Moment. Okay, hier ist irgendwie nix. Ja, warte, ich spring rein. Oder, ja. Oder ich. Fuck! Ich wollte gerade sagen, oder ein bisschen höher. Verdammt, es ist. Verdammt, immer noch. Nee. Nein. Ja, aber toll, wenn du jetzt da durchfliegst. Deswegen wollte. Und jetzt, das hat mir gar nichts gebracht. Ja, dann komm nochmal raus und mach's nochmal, damit ich durch kann. Ich will aber nicht. Mensch, jetzt komm. Los. Oh. Oh shit. Hier ist ein Button. Ein Knopf. Scheiße, ich bin zu viel runter. Nope. Ich hab den Boden nicht gesehen. Ja, hab ich gemerkt. Bist du? Hier drin. So, du Butt. Was fliegt der? Hier kommt ein Ball raus. Ah. Cool. Ah. Was? Kannst du das irgendwie. Komm mal her, Ball. Ich kann's nicht zumachen. Ich muss das da hinkriegen. Hier. Was? Ich hab keine Ahnung, was du da machen musst. Ja, da muss ich. Geh doch da hin. Geh von dem Button runter. Geh mal da dahinter. Wohinter? Punkt. Ja. Ah, Moment. Genau. Warte. Jetzt mache ich das da rein. Was auch immer. Und jetzt. Man kannst du diese Fläche hier vielleicht treffen? Welche? Genau dieselbe Stelle nicht, aber. Das ist egal, wenn es weiter links ist, ist das egal. Moment. Genau. Und jetzt? Hoch, das wollte ich eigentlich gar nicht. Hoch, nicht pingen. Mann, ich muss das andere Kurs wegmachen, das. Ist der überhaupt hier? Ach, der muss da hoch. Ich will mein dunkelblaues wegmachen. Wirklich dunkelblaues. Fickt euch alle beide. Du musst jetzt. Ja gut, hier das ist mir jetzt gerade mal egal. Ah. Hast du schon, okay. Und jetzt auf die andere Seite musst du hier irgendwie rauskommen. Ohne deine Dinge aufzulösen. Nee, eigentlich auch mit deinen Dingern aufzulösen, aber ohne den Ball aufzulösen. Hallo. Steven! Was machst du? Wo bist du? Hier unten. Hey. Das klappt so nicht. Du musst. Ich weiß, was du machen musst, aber du bist falsch. Ja. Das hatte ich auch eigentlich gar nicht vor und auf einmal war ich hier drin. Du musst auf die andere Seite und da kannst du dein Ding, dein anderes Portal platzieren, damit der Strahl durchgeht. Warte mal. Ich will. Schaffst du's? Nein, dann sterbe ich hier. Fuck. Ja. Damit das endlich mal voran. Boah, der ist noch eine halbe Stunde hängen. Ja, Moment. Ich lass den Ball dann da oben gegen die Wand fliegen erstmal, ne? Genau, und machst dein blaues Portal noch. Das wollte ich eigentlich machen, aber ich hatte dann irgendwie schon mal ein anderes blaues und ich war voll gemindfuckt von dem Moment. Das war, ja, voll übel. Voll, das ist voll verstörend.
So, du kannst wieder hier wegmachen. Ja, Moment, ich muss gerade fast gelb. So, Ball ist drin, also. Das heißt, ich kann jetzt runterkommen. Ja, komm runter. Dann kannst du. Also wenn man weiß, wie es geht, ist es einfacher. Ja, klar. Als man denkt. Und jetzt klappt's doch. Ich kann nicht länger schweigen. Allein Gott, würdest du das Rätsel Gott, schneller lösen. Orange wirft dich zurück. So, jetzt ist es raus. Arme Steven. Hat die gerade was gesagt? Bei mir hat sie gesagt, alleine würdest du das alles schneller machen. Orange wirft dich zurück. Bei mir hat sie gar nichts gesagt. Genau, das ist die Verräterin hier. Schlamm. Immer diese Roboterstimmen. Weibliche Dinge. Doris. Doris. Close enough. Oder Gertrud, aber Doris gefällt mir besser.